Hallo meine Mäuse, es geht weiter mit Super Mario World Hack. Ich glaube, so heißt das Ding einfach nur. Bei mir ist wieder Flass TV. Jo, hallo. Wie immer. Wie immer. Ja, fast. Ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben eine kleine Änderung. Wir dürfen einen Quicksave pro Level setzen und halt auch einmal laden. Ja, super Neuerung. So haben wir es immerhin schon in Welt 3 geschafft. Und ach, ich muss ja starten, fällt mir gerade auf. Ja, es ist leider nicht Welt 3, es ist nur das dritte Level. Welt 3 wäre schon zu schön. Oh, habe ich gerade Welt 3 gesagt? Echt? Pass auf, das Ding ist fies, Ja, toll. Das andere Ding ist auch fies. Also wir haben uns einen echt beschissenen Hack ausgesucht, ne? Echt schwer am Fallen. Ja, okay. Achso, was machst du denn jetzt? Ich gehe mir jetzt eindeutig eben einen Power abholen. Ja. Geht ja ruckzuck. Pilz einsammeln, Start Select. Achso. Ja? Nee. Jetzt kommst du nicht mehr raus, oder was? Ja, eigentlich geht das, Start Select, aber es ist. Ja, ich glaube, das wurde bei dem Hack rausgenommen. Ah, super. Gut, dann begebe ich mich mal ans Secret. Ungewollt natürlich. Ja, ja, hast du mit Absicht gemacht. Aber gut, vielleicht kriege ich so 3 Leben, das ist ja auch, weil Leben ist auch ein bisschen Mangelware. Ja, vor allem hier. Nach wie vielen Welten kommen eigentlich so normalerweise Speicher? Eigentlich nach jedem Schloss und nach jedem Geisterhaus. Oder wenn man irgendein... okay. Ja, und bei manchen Secret Exits. Aber das ist meistens unterschiedlich. Ja, so, ich musste mich eh klein machen, da ich gleich auf dem Rückweg klein sein muss. Ja, für diese komische Wasserstelle. Ganz komisch. Ja, oh. Boah, das war knapp. Das war ein Strahlschuss. Das war sehr knapp. Allerdings. Ach ja. Aber ich hoffe, das Level langsam nicht mehr sehen, ne? Nee, ich auch nicht. Aber ich hoffe, das Projekt ist auch für unsere Zuschauer lustig. Ja, hoffentlich. Ja, ich denke mal. Hey, sie sind weg. Wow. Wo setze ich mir jetzt den Speicherpunkt? Ach ja, da war ja was. Ja, da bestehe ich auch jetzt drauf. Ich möchte nämlich hier das... Da hätten wir das Secret nämlich hier auch schon. Dann hätten wir hier... Ich behaupte mal alles abgeschlossen. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt, aber vielleicht ist hier noch irgendwo ein Secret Exit gewesen, aber... Hier gibt es noch 100 Ausgänge. Wir müssen dieses Level noch ungefähr 100 Mal spielen, damit wir alles haben. Ja. Ich habe jetzt oben da ein Secret Exit... ein Safe gesetzt an der Pflanze. Aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ja, sag das nicht zu früh. Noch kommt dieser rutschige Abgrund, oder? Kommt der noch? Ach, tatsächlich, den habe ich komplett vergessen. Ich habe das Schwert am Ziel. Nee, nee. Ich hätte mal besser hier den Safe gesetzt. Ja, ich glaube, das wäre besser, aber soweit ist es nicht mehr. Jetzt nur noch der da. Ich glaube, ich bin da. Ja, so schwer ist das Level eigentlich gar nicht, nur irgendwie packen wir das nicht. Wir haben uns extrem selten dämlich angestellt, habe ich das gesagt. Ja, ne? Ja. So, den nehmen wir mit. Den komischen. Schmeißen ihn hier gegen. Und... klettern schnell hoch und holen uns die Kackpflanze und springen gezielt ins Schlüsselloch. Die Kackpflanze vor allen Dingen ist ein Schlüssel, aber okay. Ach stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, ja, ich verwechsel oft Schlüssel mit Pflanzen, das ist eine Schwäche, die ich habe. So, ja, jetzt mein Leben holen, ne? Jetzt will ich erstmal dein Leben. Du gieriger Schlund, ey. Ich bin Sack, ne? Ja, ich merke das schon. Ach ja, das wird noch was. Ja. Warum darfst du eigentlich direkt nochmal spielen? Das ist klaut mein Leben und will dann nochmal rumlaufen. Ich habe jetzt dein Leben geklaut. Das schiebt dir recht, das schiebt dir sowas von recht. Ich habe dein ganzes Leben geklaut. Ah, ich darf hier auch noch drauf. Ja, aber da ist nichts mehr. Ich dachte, das wäre ja so meins für mich. Ich habe es mir fast gedacht, dass da nichts mehr ist jetzt. Ja, ich eigentlich auch. Ich hatte nur diese kleine Hoffnung. Diese gewisse kleine Mini-Hoffnung. Was sollen eigentlich diese komischen Messerviecher da darstellen? Also die Viecher da? Ich glaube, das sind Sägen. In Super Mario World sind hier so Sägen am Rum. Oder gibt's nicht diese, die sie wiederbelebt haben in irgendwelchen Mario-Spielen, diese schwarzen Fuzzi-Dinger oder wie die heißen? Ja, ich weiß nicht, du meinst Fussel oder sowas. Fuzzi, keine Ahnung. Ja, nee, aber das sind die nicht. Ach so, okay. So, jetzt ist natürlich gut, dass wir das Level so schon kennen wegen dem Quicksave, aber ich glaube, ich werde mir meinen hier mal setzen. Ja, sehr gute Idee. Ja, ich weiß nicht, was hier noch kommt, ne?
Auch sehr schöne Kugel-Willis, finde ich, vor allen Dingen. Ja, absolut. Man weiß nicht, was das ist, was da aus den Kanonen kommt. Ach, ich finde das eigentlich alles jetzt cool umgesetzt. Ja, klar. So mit den Sprites. Da-dam-dam-da-da-dam. Bam, bam, badam, Oh, bam. das wird eng, das wird eng. Ah, die schießen gar nicht. Die haben sich mal Ah, entschlossen, ja, gehen wir wir lassen ihnen es heute. frei. Ah, die Zeit läuft ab, das ist gut. Dann kann das Ziel nicht mehr so weit sein. Jetzt kommt's, du hast noch voll den weiten Weg vor dir, bloß die Zeit reicht einfach nicht, du musst dir einfach schnellere Wege suchen. Mann, das ist doch scheiße. Ich glaube, den Size-Dead hast du nicht gut gesetzt. Nee, aber ich werde mir mein nächstes nicht anders setzen. Alles klar. So, erstmal drauf hier. Auf das schöne Ding. Naja, schön. Schön ist nicht so, aber. Ich hab Angst! Oh Gott, nein! Hau raus, genau. Was anderes bleibt uns ja nicht mehr übrig. Wir haben noch 3 Leben. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, müssen wir das alles wieder neu machen. Ich würde sagen, wir setzen, sobald wir ein Leben haben, einen Safe State, den wir dann immer wieder laden können, oder? Weil ich habe echt Ja. keinen Bock, das Ganze nochmal zu spielen. Also, es wäre irgendwie Ja, dann muss ich aber einen unproduktiv. separaten Save-Set ansetzen. Dann müsste ich jetzt, glaube ich, wieder ins Menü, weil so kenne ich mich mit dem Lato jetzt nicht aus. Wie kann ich den Leben geben? Auf Y. Ah, okay. Gut. Ich gebe dir doch gerne Leben. Hast du eigentlich diesmal auf die Zeit geachtet? Warum fragst du mich das eigentlich? Habe ich jemals auf die Zeit geachtet? Der letzte Part war leider sehr kurz. Ich sag mal, wir sind jetzt 6 Minuten dran. Ja, ich denke auch so Fünf ungefähr. genau, das sind 5 Minuten. Okay. Haben wir 10 nach, dann. Alles klar. Ist ja nicht schlimm, wenn der Part etwas länger wird, oder? Denk dran, mir beim Safe State rechtzeitig Bescheid zu sagen, ne? Ja, klar. Gut. Irgendwas will da unten rechts bei mir die ganze Zeit auftauchen. Kann sein, dass das von Skype ist. Das war nämlich bei mir auch. Setz mal ein Safe State. Ja. Ja, okay. Gut gesetzt. Oh Gott, das war gut. Das war gut. Das war nicht gut. Das war nicht Das gut. war auch, fand ich ehrlich gesagt, ein Streifer, aber nun gut. Ja, eigentlich hätte ich den erwischen müssen. Ja. Nee, ich habe noch ein Leben, das ich selber aber verschnort habe. Ja, dann würde ich mal sagen, hoffentlich packen wir's. Wenn nicht, spielen wir bis zu diesem Punkt hier vor, oder falls wir das in dieser Ja, Aufnahme nicht natürlich, schaffen. natürlich. Ja, und dann setzen wir uns einen separaten Safe State, dass wir dann Ja. immer wieder beim Level anfangen können, bis wir es gepackt haben. Bis. Aber ich habe jetzt jeden Moment ein Leben. Das ist super, immerhin. Ja, ich hab das jetzt, ich hab das jetzt. Hoffe ich doch. Da ist es. Ah, das ist super geil. Okay. Ich glaube, das Level darfst du dann auch nochmal machen. Du brauchst mir nicht dein Leben spenden, weil ich glaube, Ja, du ich kriegst das Level besser hin als ich. glaube, weiß ja gar nicht, ob ich hier dann noch ein Leben spenden kann. Ah ja, gut. Weil ich habe Doch. dann noch eins und Doch konntest du auch bisher auch immer bei einem Leben konntest du auch trotzdem spenden. Ja, nicht dass ich, ja, aber ich meine, wenn ich jetzt sterbe, habe ich dann noch eins und dann gebe ich ja mein letztes Leben. Ich weiß nicht, ob das geht, wir können das gleich mal testen. Ja, ich glaube, das ginge, aber brauchst nicht. Ich glaube, du packst das Level dann besser als ich, Ja, weil. abwarten. Ich werde aber langsam ein Safe State mal setzen, jetzt gerade wo es hier so schön sicher ist. Ja, das wäre super. Ich habe den jetzt gesetzt. Alles klar. Aber es geht doch nicht gut voran, aber es geht voran. Sie bin ich eben gestorben, oder? Ja, das stimmt. Stimmt, das du. Oh, eigentlich wäre die Yoshimon-Zwisch gewesen, aber ich riskiere jetzt nicht mein Leben für ein Leben. Nee, das wäre. Alter! Da ist es, da ist es! Yes! Ah. Oh, geil. Aber geil, geil, wie es bei mir gerade aussah. Du bist hin und her geglitscht. Scheiß drauf, vieles Ziel. Ah, geil, das sah richtig geil aus. Mir fällt da gerade was ein. Ich glaube, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt bei Fraps. Dein Ernst? Ich glaube schon. Das heißt, das ist dann. Du musst dann die Aufnahme hochladen. Die werde ich dann auf meinem Kanal mit verlinken. Alles klar. Ja, ist in Ordnung. Tja, passiert halt auch mal. Ja, klar. Nehmen ja zum Glück beide auf und dann ist das ja kein Problem. Ja, Gott sei Dank. Ist das jetzt ein Bowser Castle? Also so ein.
Das hiernach wird wahrscheinlich ein Speicherpunkt kommen. Oh, das wäre geil. Aber oh, was mache ich da denn jetzt? Laufen, oder? Ja. Ach du Scheiße, das könnte hart werden. Ja. Ach, Leute, wollt ihr mich verarschen? Boah. Ja. Also dieses komische Viech da oben, dieses Kettenviech, was da so rumschwingt, sieht aus wie irgendwas aus Yoshi's Island. Ja, eigentlich ist es auch, eigentlich ist es tatsächlich auch nur eine Kette. Ja, ich weiß. Ich glaube, die Viecher habe ich, gibt es ja auch in einem anderen Mario-Spiel, ne? Weiß ich es gar nicht. Ich glaube. Okay, Anlauf und Drehsprung, aber du kannst trotzdem am Arsch bleiben. Ah, Mann, ich hab's nicht gesehen. Ach du heilige Kacke. Alter, das ist fies, das ist fies. Nee, das war dumm. Ja, okay, aber die Stelle war so ein bisschen trotzdem. Delay, aber ich habe ja zum Glück mein Midway Point. Midway Point. Ja, das Problem ist nur, hä, ich hab jetzt, ja, solltest du jetzt schaffen, ne? Ja, ich habe jetzt auch gerade noch mal hier ein Gesetz. Das Problem ist, ich weiß nicht, was hier für ein Endgegner kommt, wenn jetzt noch ein Kassenboss kommt, den ich überhaupt nicht kenne und ich kenne keinen Kassenboss, dann oh. Ja, toll, Leute, was soll ich denn hier machen? Jetzt mal ohne Scheiß, hätte ich wahrscheinlich drüber springen müssen. Ja. Sehr wahrscheinlich. Man, wäre auch die Gefahr groß, dass du... Oh nein, kein Scrolling. Ach du Scheiße. Ich hasse dieses Scrolling bei Mario. Ich auch. Ah, so, okay. Endgegner. So, ich drück dir beide Daumen. Oh, ein Reznor, den könnte ich schaffen. Okay, okay, okay. Oh, Scheiße. Ja! 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 Super! Super! Oh. Warte, warte, dafür kriegst du jetzt was. Ja, danke schön, bin ich offen. Oh ja. Wir haben jetzt immerhin schon so ein bisschen was erreicht. Du nimmst aber auf, oder? Ja, ich hoffe doch sehr. Es wäre echt mies, wenn nicht. Nee, ich glaube, ich habe auf meinen Hotkey gedrückt. Ja. Es, was? Persiton Plumber defeats the fire bashing Respawn. He finds an egg and he leaves the fortress putting the egg aside. Mario heads to the... Keine Ahnung. Ja, es wird uns eine Frage bleiben. Ich würde sagen... Ja, speichere erstmal. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle den Part, oder? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich auch nicht, aber ich denke mal, wir haben gut 15 Minuten, oder? Ja, warte mal, wir werden den Part noch nicht jetzt beenden. Wir werden den Part jetzt beenden. Dann sind wir nämlich beide wieder mit 5 Leben da. Alles klar. Ich hoffe doch jetzt wirklich, dass es gespeichert hat. Jetzt kommt's. Nein! Ah, gut. Ja, wir sind tatsächlich beide wieder mit 5 Leben da. Gut, dann fängst du an mit der Beendung. Ja, ich danke mich fürs Einschalten. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Wir sehen uns. Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.